Ja, super, vielen Dank, Herr Oehler, für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben und vor allem natürlich noch wichtiger für die vielen Antworten, die Sie auf die Fragen gegeben haben und natürlich auch den interessanten Ausblick auf die Zukunft, was uns da noch alles erwarten wird. Jetzt würde ich die Gerne. Referenten nochmal alle bitten, mit in den Roundtable zu gehen und würde mal die Fragen so der Reihe nach durchgehen. Tatsächlich sind es bei Herrn Oehler die meisten Fragen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass die da kommen. Ich würde aber mal so chronologisch von oben nach unten quasi anfangen. Der erste Ergänzung ist noch die vom Adrian, der hat noch kurz reingeschrieben gehabt, aber hier fing gerade dabei quasi die Simulation, die vier waren es ja, glaube ich, die er abgeschickt hat, waren in 5 Minuten durch. Also es waren diese 100, knapp 150 Hektar, die da gerechnet waren. Also es war wie prognostiziert. Vier waren geschätzt, 5 hat er dann gebraucht. Also es war tatsächlich dann in dem Rahmen auch tatsächlich dann rausgekommen, die für die Cloud auch prognostiziert waren. Natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit bei der Berechnung. Und eine Frage ist beim Datenaustausch angesiedelt. Gut, eins weiß ich schon quasi, das kann ich schon vorwegnehmen. Das Geländemodell, das hatten wir mit LandXML ausgetauscht, weil es das günstigste Format war. Adrian, du hast ja noch ein paar Sachen ja über QGIS, über die Open Source Data geholt. Kannst du vielleicht noch zu den Datenformaten ein paar Sachen erzählen? Ich weiß ja, du kannst auch mit Oracle Datenbanken, also Datenbank direkt auch anzapfen. Kannst du zu dem Punkt vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen? Ja, also generell ist es so, dass eigentlich also der Ansatz, der auch bei Innovyze verfolgt wird, generell ist eigentlich, dass die, sag ich mal, gängige GIS-Formate immer unterstützt werden. Also das ist eigentlich offen in beide Richtungen, sowohl für den Import als auch Export, natürlich auch Excel, was man möchte. Also die klassischen Formate sind da auch unterstützt. Aber selbstverständlich kann man auch eben, weil die Datenbanktechnologie, die hinter InfoWorks steckt, sowohl ICM als auch dem WS Pro, ist eben so eine sogenannte Master-Datenbank und die kann man eben auf verschiedenen Plattformen hosten. Also das heißt, man kann die in Oracle haben, man kann die in SQL Server, in der eigenen Innovyze-Datenbank oder auch Fremdsysteme potenziell über Drittanbietung dann steuern, aber es ist grundsätzlich eben da gedacht, dass es die sich in die IT der Nutzer integriert. Manche haben da eben die Anforderungen, eben in Oracle zum Beispiel zu arbeiten. Bei anderen ist das eben auf dem Desktop gespeichert. Das ist eben dann völlig abhängig von der schlussendlichen Zielsetzung und wie die IT da auch strukturiert ist. Ja. Super. Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Da weiß ich auch ein paar Sachen, kann ich schon vorwegnehmen. Das geht um die Genauigkeit vom DGM, weil du hast ja gesagt gehabt, je genauer die Daten sind, desto präziser natürlich die Berechnung. Jetzt gibt es natürlich bei so einer großen Fläche natürlich, wo ich ja nach oben irgendwo ein Limit, wo man sagen kann, okay, wie viele Punkte darf so ein DGM dann haben, bevor die Berechnungsperformance dann in die andere Richtung quasi dann abgleitet sozusagen. Gibt es da irgendwelche Informationen dazu? Ja, also ich meine, grundsätzlich, ich glaube, eigentlich üblich ist zumindest in Deutschland ist eigentlich üblich, mit einem 1 Meter Geländemodell zu arbeiten. Das bedeutet, dass sozusagen pro Quadratmeter eben da ein Punkt zumindest zustande kommt. Die Rohdaten selbst sind ja in der Regel etwas hochauflösender. Das heißt, eigentlich auch aus numerischen Gründen geht man da gar nicht viel weiter runter. Ich weiß nur eben eine Sache, die mir persönlich ein großes Dorn im Auge ist eben, ich sehe, was im Ausland da an freien Daten verfügbar ist. Jetzt zum Beispiel im Blick auf die Niederlande, die haben, ich glaube, 8 Punkte pro Quadratmeter frei verfügbar zum Download. Da sind wir in Deutschland in einigen Bundesländern schon weit. Aber in anderen Bundesländern bekommt man maximal das 5 Meter Datensatz und damit kann man eigentlich solche Berechnungen nur sehr, sehr grob durchführen und insbesondere im Straßenbereich und im urbanen Bereich muss man dann eben mit weiteren Daten arbeiten. Ja, das heißt, schön ist natürlich, wenn solche Daten frei verfügbar sind über GIS. Da geht ja auch die Reise hin. Ja, da gibt es natürlich auch andere Stimmen, die diese Daten vorenthalten. Und ich denke einfach heute auch mal so gezeigt zu haben, was allein man mit Open Data an Potenzial hat. Das hat jetzt wirklich sag mal, einen guten Tag gedauert. Da kann man schon mal eine grobe Analyse machen. Aber viel besser ist es natürlich, wenn solche Daten hochauflösend, wie sie ja verfügbar sind und auch manchmal bereitgestellt werden, selbstverständlich in Projekten dann auch nutzbar sind, weil der Nutzen ist tatsächlich hier auch branchenübergreifend gigantisch und die zurückzubehalten, tatsächlich dann mit groben Daten zu haben, ist, ich denke, gerade im Starkregen-Risikomanagement möglicherweise sogar fatal. Super, danke dir.
Dann die ein Punkt hier, das ist eher für mich eine halb Anmerkung, halb Frage. Das ist vermutlich zu dem Video, was der Heffen gezeigt hat, zu dem Leitungsbruch, der da simuliert worden ist. Dieser Vergleich von dem EPANET-Berechnung zu der Berechnung, die im InfoWorks WS Pro drin steckt. Da wird vermutlich nicht nur die Leckage linear interpoliert, dass es diesen senkrechten Abbruch gibt beim EPANET, sondern vermutlich auch die Leitungsentnahme noch im Netz simuliert, oder? Ist das richtig oder ist das falsche Annahme? Und fehlt noch bei dir, Jeffy? Ja. Kannst du bitte die Frage wiederholen? Da hast du das Video gezeigt, wo du die beiden Vergleiche berechnet hast zwischen dem EPANET, diesen senkrechten Abbruch bei dem Leitungsbruch, den du im Wassernetz hattest. Ja. Da gab es ja die zweite grüne Kurve, die nicht ganz so schnell abgefallen ist und dafür auch später länger gebraucht für die Erholung. Und da zielt die Frage vermutlich hin, da wird für mich nicht nur dieser Bruch simuliert, sondern quasi auch dann die parallele Entnahme in dem nachfolgend angegliederten Netzteil, oder? Sonst wird es ja diesen Verlauf nicht geben. Adrian nickt schon. Nee, das ist wieder. Oder ist eine andere Sache? Simulierte Bruch. Meinst du diese Schwankung in der Linie? Ja, auf jeden Fall. Genau. Das wird den Tag auch. Ja. Deswegen hat man nur Differenz. Dann noch eine allgemeine Frage nach dem Grundlagen für die Hydraulik. Da bin ich jetzt total überfragt. Betrifft vermutlich auch das WS Pro. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich teile ich mal kurz Bildschirm. Das ist häufig kommt die Frage auch vom Kunden, was es im Hintergrund steht. Und hier ist es ganz einfach, dass es auch betrifft zum Beispiel ICM. Ja, das ist von Adrian vorgestellte ICM. Ich finde, bei dir ist der Ton gerade weggegangen. Okay, jetzt. Ah, jetzt bist du da. Hörst du mich? Ja. Okay, deswegen, das ist häufig kommt die Frage, was es im Hintergrund steht, ja, und von jedem einzelnen Produkt. Und das ist, kann man ganz schnell, wie gesagt, in Google eintippen. Ich habe schon gezeigt, ja, WS Pro Help. Und da hat man hier eigentlich alles, wie wird das berechnet, welche hydraulische Formeln stehen dahinter und das gleiche hat man auch für ICM. Ja, help. Das nutze ich selber ganz häufig. Ja, deswegen hier können Sie jederzeit nachlesen und je nachdem geht man zum Beispiel in Navierstocks. Das ist von ICM. Ja, das ist die zweite Hydraulik. So alles offenlegt, können Sie jederzeit einfach ruhig in Ruhe lesen. Hoffentlich könnte ich die Frage beantworten. Ja, super. Nee, sehr ausführlich natürlich. Dann natürlich die Frage, alle Fragen immer, wenn natürlich eine Software, sage ich mal, neu im Markt ist, Referenzen, da hat ja der Adrian schon eine Folie drin gehabt im Vortrag, du ja auch. Du als Autodesk-Vertreter kannst vielleicht noch ein paar mehr sagen. Ich glaube, es gibt ja auch für die genannten Thames Water, glaube ich, die entsprechenden Referenz-Stories bei Autodesk auf der Homepage zum Nachlesen. Genau, Referenzen haben wir ja schon auch einige präsentiert heute. Das ist größte, ist es ein und größte ist das Thames Water, ganz aktiv wird auch im US verwendet. Ja, oder in Spanien jetzt sehen wir auch stark wachsender Markt, weil da ist das Problem mit Wasser, sind schon deutlich größer als bei uns. In deutschem Markt, wie gesagt, hauptsächlich wird verwendet jetzt für Löschwasserkonzepte, aber sind wir auch jetzt in Diskussionen mit Wasserversorger. Hier in Deutschland, Interesse wächst auch in diesem Bereich und da sehe ich eher, das habe ich auch was dem angesprochen, die Fachkräfte. Da ist es wäre eher, jetzt müssen wir dieses Thema ausbauen und Leute schulen in Richtung hydraulischen Modellen und Trinkwassernetze, weil das ist, wo sie aus meiner Sicht wurde vernachlässigt. Ja, deswegen haben wir einfach. Okay. Dann noch eine Frage, also eine technische Frage quasi, das InfoWorks WES, diese Anbindung Esri, gibt es bestimmte Esri-Produkte, die damit nur mit funktionieren? Also brauchen wir ein ArcMap, ein ArcGIS Pro, ein ArcDesktop? Was ist die Plattform, auf der es InfoWorks WES aufsattelt? Okay, das ist ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, okay, gut, super. Ja. Dann, da kommen die langen Fragen für den Öler. Die erste gehe ich davon aus, zu der einen Folie relativ Anfang, da haben Sie ja so eine Folie gehabt mit etwas, sagen wir mal, Fragen oder Thesen zum Thema BIM. Da war natürlich eine Frage dabei, BIM kostet extra.
Das ist so eine Frage, die noch immer alle bewegt, in das Thema BIM einsteigen. Können Sie vielleicht zu dem Punkt noch ein, zwei Sachen noch ausführen? Also BIM kostet an manchen Stellen extra, wenn man sich was wünscht, was man nicht unbedingt braucht, ja, oder was es vorher nicht gab im Kontext. Ansonsten ist die Erfahrung bei uns, dass viele BIM-Anwendungsfälle nach der Implementierung, also der ganzen Forschung, Entwicklung, Einführungsphase, einen qualitativen Vorteil bringen, auch einen Zeitgewinn und die Zufriedenheit der Mitarbeiter dann auch meistens steigt, ne, weil die Qualität, was hinten rauskommt, als Produkt auch besser ist. Und in der Summe, ein Gesamtprojektkosten, würde ich sagen, sollte es immer eine Einsparung sein. Und die sieht man oft auch sehr deutlich. Man hat natürlich das Projekt immer nur einmal realisiert. Das heißt, man kann nur mit ähnlichen Projekten vergleichen. Wenn man einmal eine BIM-Methodik ansetzt, kann man zum Schluss nicht sagen, wie wäre es denn gewesen ohne. Man kann aber schon erkennen anhand von Terminmanagement oder auch von vom Kostenmanagement, dass es Vorteile bringt. Und wie gesagt, auch das Feedback der Mitarbeiter ist sehr positiv. Das heißt, sie sagen, ich kriege schneller Antworten, die Probleme werden besser beschrieben, wir haben später weniger Prüfergebnisse, der Kunde wird mit eingebunden und kommt nicht auf der Baustelle mit seinen Wünschen um die Ecke. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile, weil man einfach, sage ich mal, vorhandene Prozesse, die es schon immer gab, im Planen, Bauen, Betreiben, durch die digitalen Möglichkeiten ergänzt. Und wenn man das dann auch noch den Prozess an der Stelle optimiert, na, komplett nochmal neu denken, dann kommt es in der Regel immer zum Vorteil. Also kostet in der Summe nicht mehr. Es kostet vielleicht an einen oder anderen Stellen am Anfang ein bisschen mehr Zeit und Geld, was man hinten raus spart. Aber das ist ja üblich, ne, bei Optimierung. Genau. Genau. Dann eine Frage zu den Dokumenten. Sie haben ja relativ viele Dokumente quasi genannt, AIA, BVB, WAP und so weiter. Genau. Gibt es denn da auch schon Vorlagen, speziell mal in Richtung Wasserwirtschaft gedacht, auf die man zurückgreifen kann? Da muss ich das wirklich selber für mich neu erfinden. Also bei BIM Deutschland, genau, BIM Deutschland und BIM for Infra haben da intensiv, sind drauf eingegangen. Es gibt der Muster BAP, es gibt Erläuterungen zum BAP, zum AIA. Also es gibt in der Literatur ausreichend Erläuterungen, wie das funktionieren soll und kann. Wir haben hausintern eigene aufgestellt, Dokumente, weil wir unsere Prozesse auch schärfen wollen. Das heißt, wenn wir dann tiefer gehen, wie machen wir es wirklich? Und die Regelwerke beschäftigen sich auch damit. Das heißt, es wird Merkblätter geben bei DBA, DVGB, wo wir einmal auf diese Dokumente eingehen, die man im BIM-Kontext braucht und auch noch, wir nennen sie mal Muster, also Dokumentmuster mitliefern, wie können sie wasserspezifisch ausschauen, also für die Wasserwirtschaft spezifisch. Ansonsten, inhaltlich sollte es jeder verstehen, das heißt, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und dann muss man projektspezifisch oder firmenspezifisch dann noch Anpassungen vornehmen. Ist auch mit jedem Vertragsdokumenten so, ne? Also es gibt den einen Ingenieurvertrag, der sieht nicht aus wie der andere, ne? Es sind da Unterschiede, weil Projekte und Stakeholder sich ändern, also die Eigenschaften und die. Genau. Also ja, es ist kein Hexenwerk. Man muss sich sukzessive damit beschäftigen und dann klappt das auch. Das wie Sie Frage. Gesagt haben, BIM quasi ist nicht, ich fange es heute an und bin morgen fertig, sondern es ist ein Prozess, was fortlaufend begleitet werden muss. Ein Implementierungsprozess, und da bin ich auch ganz froh drüber, dass der nicht von heute auf morgen passiert, weil glaube, würde keiner schaffen. Ja, also wir müssen uns dran gewöhnen und dranbleiben, richtig. Genau. Ich gehe davon aus, dass es für die Anwendungsfallübersichten, weil das gab ja schon, wenn ich so die Nummern angeguckt habe, gibt es ja schon sehr viele von diesen Anwendungsfällen, die da möglich sind, gibt es vermutlich auch entsprechende Übersichten, wo ich das nachschlagen kann, wo es die also Anwendungsfälle schon gibt. Einfach mal googeln, da haben die, sind die auf Anwendungsfälle eingegangen, noch nicht alle, die es so offen in den Projekten gibt. Und BIM for Infra hat es getan, dort wird nicht gepflegt, also BIM Deutschland pflegt weiterhin. Und ich hoffe auch, dass wir in Deutschland eine Standardisierung nicht hinsichtlich der Nummern kriegen, weil die sind manchmal noch chaotisch. Ne? Bei BIM for Infra haben die einstellig bis zweistellig, bei BIM Deutschland dreistellig und verschieben sich dann auch Nummern. Bei dem einen heißt es 3, bei dem anderen 04 und so weiter. Also da ist noch ein bisschen was unterwegs. Ist aber nicht schlimm, weil man kann es ja projektspezifisch im AIA durch den Kunden, durch den Auftraggeber definieren oder im BAP mit dem Kunden zusammen definieren. Wie heißt mein Anwendungsfall und welche Nummer hat er? Also da gibt es noch keinen einheitlichen Standard, aber fürs Projekt selber kann man den erst selber schaffen. Da ist wiederum kein Problem an der Stelle. Dann genau. Haben wir
drei Fragen, die etwas ähnlich gelagert sind. Ich nehme mal die wirklich ausführlichst quasi, also wirklich sehr präzise formuliert worden ist, deswegen lese ich sie euch direkt vor. Die ist sogar direkt an den Öler gerichtet, die Frage. Für den Austausch der Fachmodelle haben Sie in Ihrer Präsentation immer das zum Beispiel IFC aufgeführt. Im Bereich Entwässerung haben wir mit EasyBau und Austausch nach DWAM 150 schon sehr gute etablierte Austauschformate, die selten mit dem Thema BIM assoziiert werden. Werden diese Austauschformate früher oder später durch IFC obsolet werden oder behalten Sie nur für die Autoren Software relevant? Relevanz, Entschuldigung, versprochen. Okay. Wir können alle nicht Glaskugel schauen. Es ist momentan nicht geplant, dass das IFC-Format irgendwelche Fachformate ersetzt. Ganz oft nehmen wir auch Rücksicht drauf. Also wir erstellen ja, wie gesagt, gerade diesen Klassenkatalog für die Wasserwirtschaft bei Building Smart. Also wird das IFC 5 oder 6 oder ja, wie es auch immer heißen wird in Zukunft, Objektklassen für die Wasserwirtschaft beinhalten. Nichtsdestotrotz können EasyBau, ich habe es an dem einen Beispiel vorhin ja genannt, oder DWAM 150, immer die Grundlage sein über einen ordentlichen Konverter, dass wir daraus IFCs erstellen. Und IFC heißt ja auch in der Regel nicht immer alle Informationen in ein Modell. Ja, man kann nicht alles modellieren, sondern bedarfsgerechte Modellierung. Das heißt, wenn bloß die Kubaturen brauche, also ein Störmodell, also wo Störkanten drin sind, dann hole ich mir das. Wenn ich Informationsmodelle brauche, also dass die Haltung auch Eigenschaften mitbringt, hole ich mir das auch raus. Und wenn EasyBau für diese Konvertierung oder DWAM 150 die Grundlage bildet, dann werden die in Zukunft das auch noch haben. Manche Autorensysteme werden dann halt anstatt 150 zusätzlich noch IFC-Export anbieten. Das ist im Kommen. Wird aber dann halt nicht gebraucht unbedingt, um auf der Baustelle oder bei der Behörde irgendwas zu klären, sondern wirklich den Gesamtkontext Projekt, wenn man mal verschiedene Fachgewerke zusammenbringen möchte, also das Bauwerk mit einem EasyBau zu verschneiden, das geht natürlich schwer, aber wenn wir aus beiden Autorensystemen eine IFC exportieren können mit den Informationen geometrisch und alphanumerisch, die wir brauchen, dann haben wir beides im Kontext auf einen Blick und können es bewerten. Es wird jetzt nicht als Arbeitsformat in dem Sinne gebraucht werden. Also ich empfehle immer, wenn es native Formate gibt, diese auch zu nutzen und nur in der Kollaboration aller, also in der Koordinierung aller Fachgewerke dann mal auf ein offenes Format zu setzen. Das ist die Empfehlung. Aber wir werden die anderen nicht abschaffen dadurch. Gut. Genau. Ist dieser Konverter, sag ich mal, EasyBau IFC, ist das noch Vision oder gibt es schon einen quasi, den ich benutzen kann? Man kann das mit Sybil machen. Wir haben das, wie gesagt, schon mal machen lassen, nicht selber gemacht. Also ich selber bin in der Technologie gar nicht so tief drin. Bei mir geht es eher um Prozesse und Zusammenführen von verschiedenen Projektbeteiligten. Es ist aber möglich, ja. Also diverse Autorensysteme können das schon, manchmal mit einem Zwischenschritt. Arbeiten aber alle dran, das weiß ich. Also bei Sybil kann ich es bestätigen, weil da gibt es ja dann entsprechend einen EasyBau-Import, wo ich dann entsprechend das Kanalnetz im Sybil drin habe und kann es dann dort über IFC 4x3 wieder entsprechend ausspielen. Man muss halt schauen, dass die EasyBau-Datei auch die Daten enthält, die man später visualisieren möchte. Wenn das nicht der Fall ist, können wir auch niemandem helfen. Ne? Also es ist immer eine Frage der Datenvollständigkeit oder dass der Bedarf, wie ich vorhin gezeigt habe, ne? Dass der Bedarf an Informationen, der Mindestbedarf dann gedeckt ist. Dann passt das. Genau. Ja, und auch in dem Zusammenhang fällt mir auch tatsächlich auch ein, das hatten wir auch noch nicht, die Thematik, Christian, zum Thema Datenstrukturen, dass ja zum Beispiel im Civil derzeit sehr viel auf sozusagen Schächtehaltung gebaut ist, aber auch eben jetzt neue Planung sich sehr stark an zum Beispiel Regenwasserbewirtschaftung orientiert, nochmal eine andere Klasse. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass der sauber über die Bühne läuft, dass da auch in diesen Bereichen sehr guter Austausch stattfindet, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, oft ist eben, dass da Daten aus anderen Systemen kommen, dann hat man natürlich erstmal mit der Projektion zu kämpfen. Also da sind einfach viele, viele Hürden, die es eigentlich nicht geben sollte, aus meiner Sicht, weil die ja eigentlich perfekt definierbar sind. Das fände ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, da auch weiterzukommen. Immer eine Kommunikationsfrage, also ob sich die Betroffenen wirklich mal an einen Tisch setzen, projektneutral oder nicht. Ne? Das ist ganz wichtig, immer zwischen Planung und Bauphase immer zu erkennen. Ne? Wenn ich mit den Baubetrieben oder mit den Verantwortlichen dort für die Planung der Baustellen spreche, die sagen immer, wenn wir denn mal von euch 3D-Modelle kriegen würden, dann könnten wir unsere Baustellen viel effektiver gestalten, weil wir modellieren eure 2D-Pläne nach. Und dann denke ich drüber nach, okay, wenn ich gewusst hätte, dass die 3D-Modelle benötigen, hätten wir ein Format gefunden, in dem wir unsere Informationen austauschen. Aber dann fehlt es meistens wirklich an der Kommunikation und am
vielleicht nicht wissen, was der andere mit dem für einen Informationsbedarf hat. Also dass der nicht ausreichend dokumentiert und kommuniziert wird. Und das muss in Zukunft halt abgestellt werden, weil ansonsten kann die digitale Transformation dann nur mit vielen Problemen funktionieren und das wollen wir nicht. Das halt, deswegen sind halt auch das Netzwerken, also Adrian treffe ich öfter mal auf Infraspray zum Beispiel, die Jefim habe ich letzte Woche getroffen. Also wir sind alle irgendwo, müssen uns vernetzen und dann halt jeder sein Problem mitbringen und man muss offen drüber reden dürfen. Richtig. Sie haben ja schon die entsprechenden Stellen genannt, wo man sich ja einbringen kann und kann die entsprechenden Standards und Austauschformate entsprechend mitgestalten sozusagen. Oder beschreiben, wie halt vorhandene Formate effektiver genutzt werden. Auch das wird erreicht ganz oft, dass man halt die Bekanntheitsgrad der vorhandenen Formate und der innovativen neuen Formate, dass man das klar darstellt und auch die Möglichkeiten, wie die anzuwenden sind. Dass man nicht einfach nur sagt, es gibt es und es geht irgendwie, sondern wirklich sagt, okay, es gibt hier so einen roten Faden, wenn man den läuft, dann, wenn man den geht, dann kann man halt schneller zum Ziel kommen, dass man das halt wirklich kommuniziert. Aber so eine Veranstaltung wie heute ist dafür super geeignet, muss ich sagen. Dann die dritte, die haben teilweise schon beantwortet quasi, sie hatten ja einmal diesen Vergleich gezogen mit dem Koordinationsmodell quasi, wo es ja verschiedene Formate gab und dann das Beispiel, okay, vermutlich Vision, dass alles über IFC läuft in der Koordination. Wie sieht es in der Praxis aus? Ist nur IFC die einzige wahre Format, was Koordination erlaubt? Oder kann ich auch mit anderen 3D-Formaten zum Beispiel in die Koordination gehen und das mit IFC vermischen, um solche Kollisionen zum Beispiel zu berechnen? Also ich weiß, dass es Produkte gibt, die alle Formate einlesen können. Ich habe noch nicht getestet, ob da diverse Tricks, die man im Retter zum Beispiel anwenden kann, ob die da aufgelöst werden. Also ich habe ganz oft den Fall gehabt, dass meine Kollegen im Nevisworks Koordinationsplanung gemacht haben, aber die Schnittstellen zwischendurch nicht so intensiv genutzt haben, wie es sein sollte. Und im Revit kann man ja mit den Koordinaten etwas spielen, sage ich mal. Ne? Wenn man verschiedene Modelle übereinander lädt und referenziert, könnte man nachträglich im Revit, und das wird manchmal halt auch gemacht, werden bestimmte Modelle dann über einen Referenzpunkt und Referenzachse dann reingedreht, sodass sie im Modell zusammenpassen, die beiden Modelle, und auf dem Plan sieht es toll aus. Und ich habe mir dann IFCs geben lassen und habe dann festgestellt, ja, da wurde manipuliert an der Lage der Modelle, weil das am schnellsten ging. Kommunizieren war halt kein Thema. Ne? Problem lösen wir am schnellsten, indem wir es kaschieren. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir ganz oft Probleme erkannt haben, bevor sie auf die Baustelle kamen, und zwar Koordinatendefinitionen, ne? Für Abstecken und so. Ne? Ganz oft wird halt was abgesteckt, was auf dem Plan richtig scheint, im Modell richtig scheint, aber im Kontext des Gesamtprojektes nicht passt. Und das kann man zum Beispiel mit einem IFC-Format rauskriegen, weil dort wird beim Export schon, wenn man dieselben Exporteinstellungen definiert und festlegt, die gleichen, dann kann man schon feststellen, ob da geschummelt wurde oder manipuliert an diesen, an der Lage der einzelnen Fachmodelle im Revit zum Beispiel, als ein Beispiel zu nennen. Das heißt, wenn man mal aus dem Autorensoftware-Format, aus dem Nativen rausgeht in ein offenes, kann man bestimmte Sachen erkennen, die man vorher nicht hat. Und man muss auch immer betrachten, kann denn das die andere Software wirklich die regelbasierte, nach Informationsanforderungen definierte, das können viele Regeln sein, automatisierte Prüfung schon vornehmen. Auch das muss man sich fragen. Geht das mit der Software schon oder muss man da wieder händisch programmieren, wo dann auch wieder eine Fehlerquelle aufkommt? Das heißt, die Vision ist ja, ich möchte an jeder Wand zum Beispiel Brandschutzeigenschaften dran haben. Und das teile ich als Aufgabe an alle Autorensoftware-Nutzer, die man im Projekt haben. Der eine macht es mit Archicad, der nächste mit Revit, der nächste mit Allplan und was es noch alles gibt, Tekla. Und alle geben mir eine IFC zurück. Dann ist mir egal, welches Autorensystem es war. Ich kann wirklich eins zu eins aus meinen Modellierungsanforderungen, Planungsanforderungen, Prüfregeln schreiben lassen, automatisiert, und die dann ablaufen lassen. Und habe innerhalb von wenigen Minuten ein Ergebnis von, was weiß ich, 1000 Problemen. Oder 50 oder wie auch immer, und kann die dann den einzelnen Fachgewerken zuordnen. Und wenn wir das hinbekommen wollen, dann müssen die Systeme das halt können. Ne? Und dann gibt es halt noch ein bisschen Optimierungsbedarf bei manchen. Das heißt, immer, es hängt immer vom Anwendungsfall ab. Wenn ich bloß alles anschauen möchte, gibt es natürlich ganz viele Viewer auf dem Markt, wo man auch Nativ-Formate miteinander verschneiden kann. Aber selbst dort habe ich gesehen, dass die Kollegen beim Import darauf achten müssen, na gut, der eine hat das Koordinatensystem genommen, der nächste jenes, der nächste hat gekürzt und so weiter. Also einfach nur zusammenladen hilft da auch oft nicht.
Wichtig ist, Projektstandard definieren, Vorgaben geben, bevor irgendwas modelliert oder geplant wird. Wenn die Vorgaben vorher alle klar sind, dann kann man hinten raus auch schnell koordinieren und effektiv. Gut, super, vielen Dank. Weit ausgeholt, aber, ja. Dann sehe ich noch, das hat schon anscheinend die Kapazitäten und Teams gesprengt. Wir haben anscheinend noch eine Gruppe von Studenten und Studentinnen von der Hochschule Berlin mit dabei in der Runde. Und die haben gleich mehrere Fragen gestellt. Anscheinend waren die zu lang für Teams. Ich würde mal welche rauspicken. Und tatsächlich muss ich eine Runde stellen, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Eine Frage lautet, welche Rolle spielen intelligente Technologien wie Wassermessgeräte oder Erkennungssysteme in der nachhaltigen Wassernutzung in Gebäuden? Also die Betonung liegt jedenfalls auf in Gebäuden. Wir hatten ja schon beim Adrian und bei mir schon gehört gehabt, Sensorik aus, natürlich um Leckagen zu finden, natürlich klar. Aber im Gebäude, da bin ich jetzt bei den Info-Asset-Produkten bei InnoWise etwas überfragt, inwieweit das in Gebäude auch funktioniert. Ja, das ist im Gebäude eigentlich, die Modelle sind ausgelegt, ja, für Wasserversorgungsnetze im Gesamten. Deswegen bis zum Anschluss kann man das Ganze simulieren. Im Gebäude macht man das nicht, weil es einfach unwirtschaftlich ist, im Gebäude so ein Modell zu erstellen. Wäre möglich, eigentlich gleich wie Hydraulik. Ja, wäre möglich, aber ich denke, es ist einfach nicht wirtschaftlich. Deswegen erst muss man natürlich abschätzen, wie viel hat man Verlust im gesamten Gebäude. Dann kann man überlegen, okay, gehen wir ran oder nicht. Hier ist als Forschungsprojekt, ja, das ist in der Hochschule, sehe ich, wäre wahrscheinlich ein interessantes Thema. Ja, deswegen, aber hier natürlich stellt sich die Frage Wirtschaftlichkeit von den gesamten Maßnahmen. Oder geht man einfach durch? Erst muss man identifizieren, gesamte Verlust. Ja, und dann denkt man, okay, die Investment. Wie man das umsetzt, ja, das ist natürlich ja diese Messgeräte, Druck. Wenn man weiß, okay, Verteilung im Netz, wenn man sagt, okay, jetzt großräumige machen wir auf Gebäudeebene, könnte man schon das Ganze machen. Dann Druckverteilung im System. Natürlich muss man messen und dementsprechend kann man auch das modellieren. Ja. Das ist sehr möglich. Also ich würde auch sagen, dass das Thema, die Fragen passen ganz gut zu einem anderen Fachgebiet, und zwar die technische Gebäudeausrüstung. Ja, wir müssen ja überlegen, wo beginnt unsere Wasserwirtschaft, die wir hier gerade besprechen. Die beginnen natürlich am Hausanschluss. Das heißt, in den Gebäuden kümmern sich andere Fachbereiche drum. Deswegen vermute ich auch ganz stark, dass es da schon Lösungen, Ideen und Ansätze gibt, aber dort eher in den Fachbereichen Gebäudetechnik angesiedelt ist, weil unsere Fernentsorger in der Regel öffentliche Auftraggeber sind oder Betreiber sind, die dann halt am Wasserhausanschluss, am Abwasserhausanschluss dort anfangen, sich mit dem Problem Wasser zu beschäftigen. Die großen Fernentsorger haben natürlich Interesse auch langfristig über digitale Messmethoden, also sage ich mal digitaler Hauswasserzähler, der ähnlich wie beim Strom vielleicht zukünftig eine intelligente Erfassung einer Tagesganglinie auch in ein System einspeist, damit der Wasserversorger den entsprechenden Wasserbedarf decken kann, auch wenn, ja, also nach dem Nutzungsverhalten decken kann. Aber wie gesagt, es endet eigentlich unsere Betrachtungsweise, muss ich zugeben, meistens am Hausanschluss oder am Wasserzähler. Genau. Und alles andere ist wirklich TGA-Fragen. Da gibt es ganz viele Fachleute unterwegs, am besten mal dorthin wenden in diese Bereiche. Technologisch ist da bestimmt viel möglich. Dann würde aber eine Frage passen, weil die ist nämlich außerhalb vom Gebäude. Die ist nämlich eine andere Frage. Welche spezifischen Strategien sollten Gebäude wie unsere Berliner Event-Location im Hinblick auf wassersparende Landschaftsgestaltung berücksichtigen und Wasserverbrauch im Außenbereich zu reduzieren? In dem Fall immer außerhalb vom Gebäude. Gut, wir hatten schon genannt, quasi Dachbegrünung, das ist so ein Klassiker quasi an der Stelle, quasi Versiegelung im Außenbereich. Aber ich denke, da ist für mich Adrian der Passende, oder? Um dazu ein, zwei Sachen noch zu sagen. Mal schauen, ob ich die Frage richtig verstehe. Also wirklich Strategien quasi von Gebäuden oder Umgebung von Gebäuden quasi im Hinblick auf wassersparende Landschaftsgestaltung. Ja, das, weil wassersparende Landschaftsgestaltung ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ist sehr abhängig vom Kontext. Ne? Also ich glaube, meine auch, dass in Berlin das gar nicht ein ganz, ganz lange gar nicht ein Thema war. Das kommt, in anderen Ländern haben wir das natürlich auch viel stärker, aber es ist für den einen ist zum Beispiel, das klingt ein bisschen absurd, aber für den einen ist ein Wasserverlust ein fataler, sag ich mal, ein Umweltverlust, auch ein finanzieller Verlust. Es gibt aber auch natürlich Anwendungen, wie zum Beispiel Begrünung, die braucht eine gewisse
Wasserzufuhr. Das muss nicht immer Frischwasser sein, selbstverständlich, sondern da macht es Sinn, eben möglichst nahe am Objekt zu arbeiten, solche Regenwasser zu recyceln, wirklich aktiv zu nutzen. Aber da gibt es tatsächlich auch Anwendungen, da denkt man drüber nach, möglichst viel Wasser zu, in Anführungsstrichen, zu verschwenden, damit man die Verdunstungskühlung zum Beispiel von Bäumen hochschraubt. Also das ist ein bisschen, da muss man sehr nach dem Kontext schauen tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen eine exotische Anwendung, die ich da nenne, aber das ist nur noch mal zu sagen, es kommt wirklich immer eigentlich auf den Kontext und die Zielsetzung darauf an, weil es gibt natürlich auch Gebiete, da hat man noch eine gute, sehr, sehr gute Trinkwasser- oder Wasserversorgung gegeben, wahrscheinlich für viele, viele Jahrzehnte noch. In den anderen Stellen muss man eben genau gucken, wie man spart. Ja. Also kann man eigentlich auch in Berlin auf die Regenwasseragentur verweisen. Ja, da sind die Berliner Wasserbetriebe ja mit beteiligt. Und die machen sich ja mit solchen, Fragen, tun sich ja täglich beschäftigen und haben da auch innovative Lösungen und Beispielprojekte und schon realisiert. Ansonsten kann ich verweisen, hier in Weimar, wo ich studiert habe, Bauhaus-Uni, da ging es viel um Grauwasseraufbereitung. Das heißt, alles, was jetzt nicht direkt aus der Toilette kommt, sondern vielleicht von der Waschmaschine, dann kann man auch drüber nachdenken, ob es da örtliche Aufbereitungsanlagen gibt, die diese Wässer wiederum zumindest für eine Bewässerung zur Verfügung stellen. Klar, und die südlichen Länder betreiben das schon seit vielen Jahren. Die haben ja immer die Knappheit schon gehabt. Ja, wenn man bis in die Wüste geht zum Beispiel. Also eine Grauwasseraufbereitung ist in vielen südlichen Ländern mit mehr Wärme und Verdunstung auch ein Thema. Also unbedingt mal mit den zwei Institutionen in Verbindung setzen. Die sind da sehr innovativ bestimmt unterwegs. Ja, und auch vielleicht der FBR fällt mir da vielleicht auch noch ein, ja, als sehr, sehr guten Ansprechpartner. Ja. Super, vielen Dank für die nützlichen Tipps. Ich hoffe, das hilft den Studentinnen und Studenten, so muss man richtig sagen, nochmal weiter quasi da weitere Informationen zu finden. Dann haben wir doch die Zeit ziemlich doch ausgeschöpft, wie geplant, obwohl die Referenten sehr zeitsparend bei den Vorträgen waren. Wenn Sie noch weitere Fragen haben in der Runde, dann gerne an uns schicken. Wir würden es dann beantworten oder den Referenten dann mal schicken und dann Daten über die Antwort dann entsprechend beziehen. Wir hatten letztes Mal auch das Problem, dass ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen quasi aufgrund von Teams-Beschränkungen die Fragen nicht stellen konnten, auch gerne per E-Mail reinschicken. Die Kontaktdaten haben Sie ja dann entsprechend auch noch. Wie gewohnt wird mein Kollege vom Marketing dann die Vorträge als PDF nochmal zur Verfügung stellen. Genau die Aufzeichnungen von der heutigen Veranstaltung, die kriegen Sie dann auch als Link per E-Mail zugeschickt. Dann die Frage in die Runde. Der Experten, hat noch jemand eine Anmerkung? Habe ich noch was vergessen zu erwähnen? Ich finde, die Runde war gut organisiert, auch schön, sage ich mal, facettenreich das Thema betrachtet. Und ich habe viel Neues mitgenommen, muss ich sagen, weil ich habe nicht so oft die Gelegenheit, die Themenbereiche von Adrian und vom EFIM so mir anzuhören und anzuschauen. Also ich habe was dazugelernt. Ich danke euch. Ich auch. Wir alle. Vielen Dank. Ja. Genau. Super, dann bleibt mir noch zu sagen, okay, vielen Dank an die drei Referenten. Vielen Dank auch ans Marketing für die tolle Unterstützung. Der Herr Öl hat es ja schon erwähnt quasi, hat ja alles super funktioniert. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, nicht zögern, auf uns zurückzukommen, ist also kein Problem. Und dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank in die Runde. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, heute mit dabei zu sein und für die rege Teilnahme. Und ich darf Ihnen allen noch einen schönen Tag wünschen. Und bis zum nächsten Mal. So, danke. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüss.